Zusammenhalt im Studium ist wie Teamplay auf dem Platz. Wir arbeiten und motivieren uns zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Ich bin Clara Bühl, spiele beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft im Sturm und studiere an der IU Medienmanagement. Dadurch, dass das Fernstudium online ist, kann ich meine Studiensachen überall mit hinnehmen, also auch in die Heimat. Ist natürlich super wichtig auch, neben der Familie, auch der Hund natürlich als Rückhalt zu haben und dann währenddessen aber immer noch im Studium voranzukommen. Im Moment stehe ich ja sehr viel vor der Kamera, aber mich interessiert es auch immer, hinter der Kamera zu erfahren, wie alles abläuft. Deswegen passt das Studium Medienmanagement super und kann mir auch vorstellen, es dann nach der Karriere zu machen. Die IU ist unfassbar flexibel, was natürlich super toll ist, um einfach die Prüfungen überall zu schreiben, aber auch das Studium quasi immer überall mitzunehmen. Die WM bedeutet für mich sehr viel Stolz, aber auch sehr viel Freude, einfach mit den Menschen so ein Turnier spielen zu dürfen, mit Spielerinnen auf dem Platz zu stehen und für das gleiche Ziel zu kämpfen. Unsere persönliche Community mit den Mannschaftskameraden bauen wir so auf, indem wir uns gemeinsame Prüfungstage legen, dann darauf hinarbeiten, uns motivieren und nach der Prüfung dann natürlich auch gemeinsam feiern. Eine Community im Fernstudium ist sehr, sehr wichtig. Einerseits natürlich, um selbst Inhalte bei Fragestellungen zu bekommen, aber andererseits natürlich auch offen zu sein, um selbst Inhalte zu teilen und den Kommilitoninnen zu helfen oder einen Ratschlag geben zu können. Den Rückhalt im Studium hole ich mir natürlich einerseits über die Familie und Freunde, um einfach Feedback zu bekommen, aber sich auch mal einen Ratschlag zu holen. Aber natürlich auch von der IU-Seite her haben die Tutorinnen oder Professoren oder Study Coaches immer ein offenes Ohr und geben einem da sehr, sehr gutes Feedback. Nach dem Bachelor könnte ich mir sehr gut vorstellen, das Career Coaching in Anspruch zu nehmen, einfach zu schauen, wohin es geht, ob ich einen Master dranhänge oder schon in die Berufswelt einsteige. Mein Tipp, um ein erfolgreiches Netzwerk im Fernstudium aufzubauen, ist auf jeden Fall eben Teams und WhatsApp-Gruppen beizutreten. Und wenn es mal ein Problem gibt oder man Hilfestellungen braucht, kann man sich auch immer an den Tutor wenden. Hashtag IU Study Goals, gemeinsam zum Erfolg.